In diesem Video werde ich kurz darstellen, wie der deutsche Denker Max Weber, lebte von 1864 bis 1920, das Zusammenleben der Menschen anhand der Begriffe Macht und Herrschaft erklärt. Die Wissenschaft der Soziologie hat unter anderem die Aufgabe, das Zusammenleben der Menschen, beispielsweise in Form von Gesellschaft, Staat und Familie, zu untersuchen. Dementsprechend setzen sich Soziologen und Soziologinnen unter anderem mit möglichen Ursachen von Handlungsweisen und dem Einfluss der Vernunft auf das Erleben und Verhalten der Menschen auseinander. Der Soziologe Max Weber zeigt unter anderem besonderes Interesse in den Bereichen Geschichte, Politik, Wirtschaft, Religion und Moral. Mit seiner Annahme von drei Typen der Herrschaft möchte Weber den Einfluss von Macht und Herrschaft auf das Zusammenleben der Menschen beschreiben und erklären. Max Weber unterscheidet als Wissenschaftler unter anderem idealtypische und realtypische Begriffe. Zuerst einmal zu den realtypischen Begriffen. Ein anderer Begriff, realtypische Begriffe, ist auch Realtypus. Derartige Begriffe sollen das reale Geschehen darstellen und zeigen, wie es wirklich ist. In einer repräsentativen Demokratie geht man beispielsweise im Idealfall davon aus, dass alle Abgeordneten frei abstimmen können. In der Realität gibt es aber beispielsweise im österreichischen und deutschen Parlament in vielen Fällen einen sogenannten Fraktionszwang oder auch Clubzwang genannt. Abgeordnete, Abgeordnetinnen müssen so abstimmen, wie es die jeweilige Parteiführung bestimmt. Kommen wir zu den idealtypischen Begriffen, auch Idealtypus genannt. Ein Idealtypus kann mit einer Messlatte verglichen werden, mit der es möglich wird, verschiedene soziale Situationen zu vergleichen. Idealtypen können so unter anderem zeigen, wie eine Situation sein könnte oder sein sollte. Der oben erwähnte Begriff einer repräsentativen Demokratie ist ein Beispiel für einen idealtypischen Begriff. Im Idealfall können sich Abgeordnete frei entscheiden, wofür bzw. wogegen sie im Parlament stimmen wollen. Das wäre dann der Idealtyp. In der Realität aber gibt es den gerade erwähnten Fraktionszwang, den Clubzwang. Das wäre dann der Realtyp, wie es also tatsächlich der Fall ist. Max Weber definiert Macht als Chance, den eigenen Willen auch gegen den Widerstand von jemandem durchsetzen zu können. Unter Herrschaft versteht er die Art und Weise, wie diese Herrschaft ausgeübt wird. Weber unterscheidet in diesem Zusammenhang die folgenden drei verschiedenen Idealtypen von Herrschaft. Da gäbe es einmal die traditionelle Herrschaft. Der Begriff Tradition kommt vom lateinischen Wort traditio und bedeutet übersetzt Überlieferung. Vertreter der traditionellen Herrschaft legitimieren, also begründen ihre Herrschaft dadurch, dass sie darauf hinweisen, dass es immer schon so gewesen sei. Eine Tradition bezieht sich in diesem Zusammenhang auf eine beispielsweise länger andauernde und scheinbar bewährte Ordnung, Regeln, Religion oder eben eine entsprechende Herrscherfamilie. Häufige Kennzeichen dieser traditionellen Herrschaft sind unter anderem das Vorhandensein einer ständischen Gesellschaft, wie wir sie beispielsweise aus dem europäischen Mittelalter kennen. An der Spitze solch einer Gesellschaft übt eine einzelne Person oder eine kleine Elite Herrschaft über alle anderen ihnen unterstellten Menschen bis hinunter zu den Bauern und Leibeigenen aus. Die Herrscherelite besitzt ausreichend Macht, um ihre Herrschaft gegen die Untergebenen durchsetzen zu können. Grenzen und Gefahren für die traditionelle Herrschaft können unter anderem in einem starken Individualismus der Menschen bestehen. Nur wenige der bisherigen Untertanen sind dann bereit, sich etwas von den alten Eliten befehlen zu lassen. Eine weitere Gefahr könnte darin bestehen, dass einzelne Untertanen andere Traditionen oder auch Herrschaftsformen kennenlernen und dadurch letztlich veranlasst werden, die bisherige traditionelle Herrschaft abzulehnen. Kommen wir nun zur charismatischen Herrschaft. Diese Form der Herrschaft wird unter anderem durch den Verweis auf die Ausstrahlung und Fähigkeiten der Führerinnen und Führerpersönlichkeit legitimiert, also begründet.
ein Kennzeichen des Glaubens der Anhängerinnen und Anhänger an die charismatischen Führerinnen und Führerpersönlichkeit besteht in einer Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Charismatische Führerinnen und Führer entscheiden letztlich ausschließlich selber, in welche Richtung sich beispielsweise ein Staat entwickeln sollte und verordnen dementsprechend ihren Anhängerinnen und Anhängern bestimmte Regeln und Gesetze. Charismatische Herrscherinnen und Herrscher verlangen von der eigenen Gefolgschaft Loyalität und eine unbedingte Unterordnung bis zum blinden Gehorsam. Um die eigenen Anhängerinnen und Anhänger für die eigenen Zielsetzungen besonders gut mobilisieren zu können, wird durch die charismatische Persönlichkeit der Fanatismus der Gefolgschaft gegen vermeintliche Feinde gefördert. Grenzen und Gefahren für charismatische Führerinnen und Führer können darin bestehen, dass sie nicht dauerhaft die Erwartungen der Anhänger erfüllen können. In diesem Fall verweigern diese Anhänger dann ihren Gehorsam. Nun kommen wir zur legalen Herrschaft. Der Begriff legal kommt vom lateinischen Wort legis und bedeutet übersetzt Gesetze. Vertreter der legalen Herrschaft legitimieren, also begründen ihre Herrschaft durch den Verweis auf geltende Gesetze und Regeln. Machtausübung erfolgt im Rahmen der legalen Herrschaft mit Hilfe von Gesetzen, die wiederum Gebote und Verbote regeln. Angesichts gewaltiger Herausforderungen wie beispielsweise Umweltkatastrophen oder einer Kriegssituation erweist sich im Zusammenhang mit Gesetzen, deren langsame Beschlussfassung und Umsetzung mit Hilfe der staatlichen Verwaltung, also Bürokratie, unter Umständen als sehr nachteilig. Grenzen und Gefahren für eine legale Herrschaft können in diesem Zusammenhang unter anderem darin bestehen, dass die Bürgerinnen und Bürger der legalen Herrschaftsform nicht mehr zutrauen, ihre Probleme zu lösen. In der Vergangenheit und Gegenwart und wahrscheinlich auch in der Zukunft gibt es letztlich nur Mischformen der drei oben angeführten Herrschaftsformen. Also in Reinform gibt es wahrscheinlich kaum anzutreffen eine legale Herrschaft, eine charismatische Herrschaft und eine traditionelle Herrschaft.